Im letzten Tutorial habe ich euch Holz und die Ressourcen, die man durch Holzverarbeitung bei Primitive Plus gewinnen kann, vorgestellt. Heute geht es weiter um Ressourcen, und zwar andere Primitive Plus Ressourcen außer Holz. Bisher vorgestellt habe ich euch Lumber und Firewood, sowohl das getrocknete als auch das frische Feuerholz. Ich habe euch aber auch gezeigt, wie man Leder macht. Aber damit ist es noch längst nicht getan. Primitive Plus bietet noch weitere Ressourcen und die möchte ich euch heute alle zeigen. Dabei handelt es sich um Lehm, frischer Zement und auch Backsteine, also Brick und Glas und Stahl. Glas habe ich euch schon mal gezeigt im Rahmen vom Lumberbauen. Aber ich würde das gerne noch mal ein bisschen ausführlicher machen. Ich bin aktuell blind. Ich suche es mal hier über die Engramme. Denn Lehm gibt es als Engramm. Das ist eine Besonderheit. Denn sowas wie Glas funktioniert ja zum Beispiel ohne Engramm. Lehm und frischer Zement, also Fresh Cement, gibt es wie gesagt als Engramme. So, damit ist es aber nicht getan. Wir können jetzt Lehm herstellen. Wenn ich hier in der Handmühle Claystone und Limestone habe, ich habe ein bisschen was von beidem. Ich weiß gar nicht, war das jetzt die richtige Gewichtung? Nein. Doch war's. Ha, wir brauchen nämlich zwei Claystone und ein Limestone. Aber ich möchte trotzdem nicht alles herstellen, ehrlich gesagt. Ich stelle erstmal eines her, um euch zu zeigen, was das Ergebnis sein wird. Exakt, ein Eimer. Und jetzt würde ich gerne mal, sagen wir, 29 herstellen. So. Das ist eigentlich recht simpel. Lehm wird einfach in der Handmühle produziert. Wird es hier gerade neblig, weil der Ofen an ist? Das hatte ich bisher noch nicht. Nein, es ist neblig, weil Island gerade Nebel hat. Okay. Ich dachte schon, es wäre irgendein cooler Raucheffekt, der neu ist vom Ofen. Aber nein. Also vom Schmelzofen. Die Zementpaste, also Fresh Cement, darf man nicht mit der Zementpaste verwechseln, also mit dem normalen Zement aus dem normalen Ark. Die ist ein bisschen schwieriger herzustellen, denn dafür brauchen wir einen Zementmischer. Den müssen wir ebenfalls erst noch lernen. Wenn man ihn einmal gelernt hat, kann man ihn im Construction Table herstellen mit 10 Eisenbarren und 20 Stahlbarren. Die Stahlbarren zeige ich euch auch noch, wie man die macht. Fände ich ja durchaus nützlich. Ich habe es zwar schon mal erwähnt, aber ich erkläre gerne das nochmal. Wir brauchen zum einen Metallbarren und zum anderen Carbon. Das hier. Man braucht zwei Carbon und einen Eisenbarren, um einen Stahlbarren zu bekommen. Carbon bekommt man, indem man die Obsidianfelsen abbaut. Und zwar vorzugsweise mit einer Obsidian Pickaxe, die ich euch ja im Rahmen des Nahkampf-Tutorials auch schon mal gezeigt habe. Die eignet sich wirklich richtig gut beim Abbau von Felsen, um die Primitive-Ressourcen zu bekommen. Denn mit der Obsidian Pickaxe bekommt man bei Obsidian-Felsen nun mal Carbon raus. Bei Metallfelsen bekommt man Limestone anstatt von Metall. Bei Obsidian-Felsen bekommt man dafür eben auch kein Obsidian, sondern Carbon. Und bei den normalen Felsen bekommt man anstatt Feuerstein mit einer Obsidian-Pickaxe Claystone. So viel schon mal zu den Grundressourcen. Aber es soll jetzt ein bisschen auch um die Verarbeitung dieser gehen. So, hier haben wir schon direkt einen Stahlbarren. Das ist doch super. Also zwei Stahlbarren, um genau zu sein. Ich stoppiere die Produktion auch mal an dieser Stelle. Ich möchte hier nicht so viel Zündpulver verbraten. So, der Zementmischer. Wo sollen wir den denn hinstellen?
die übliche Frage. Eigentlich finde ich es neben der Handmühle ganz nett. Ich hatte hier ursprünglich einmal ein Fass stehen, aber das habe ich inzwischen wieder weggeräumt, weil es nicht ganz so praktisch war, wie ich es gerne hätte. Das finde ich aber eigentlich ganz nett. So, das ist der Zementmischer. Ich kann ihn jetzt nicht von allen Seiten zeigen, weil er so schön in der Ecke steht, aber das macht ja auch nichts. Hier haben wir jetzt das Engramm für den frischen Zement. Limestone und Zement benötigen wir dafür. Sollte ich eigentlich haben? Ich überlege gerade, wo ich den Zement habe. Habe ich den hier? Ja. Sehr schön. Limestone und Zement. So. Man braucht vor allem 7 Zement und 2 Limestone. Und dann wird das im Zementmischer alles vermengt. Und man bekommt, yay, 15 frischen Zement. Aber Achtung, frischer Zement verdirbt. Er hält gerade mal 5 Minuten. Das heißt, diese 15 sind eine ganz gute Sache. Wenn man nur eins produzieren würde, wäre das nach 5 Minuten immer wieder weg. Das wäre sehr nervig. Bedeutet aber auch, dass man frischen Zement wirklich nur produzieren sollte, wenn man auch etwas hat, womit man ihn verarbeiten möchte. Man kann ihn einfach nicht lagern oder langfristig produzieren. Das sollte man beachten. Denn man braucht zum Beispiel frischen Zement, um die Brick-Gebäude bauen zu können. Und da kann das schon mal nerven, wenn man dann noch eine Wand braucht oder so. Und dann muss man immer erstmal den Zement frisch herstellen. Ist aber eigentlich auch ganz witzig, finde ich. So aus der Perspektive des Realismus heraus. So, was möchte ich in der Engrammliste? Es gibt keine Engramme mehr. Denn der frische Zement und der Lehm ist alles, was wir hier engrammmäßig lernen können. Aber Lehm brauchen wir noch für etwas weiteres. Nämlich für Bricks. Die braucht man ebenfalls, um eben die Brick-Gebäude, wie der Name schon sagt, herstellen zu können. Man erhält sie, indem man einfach Lehm in den Schmelzofen wirft und ihn anmacht. Man kann den übrigens auch mit Drywood befeuern, beziehungsweise man bekommt Brick auch mit Drywood. Brick ist da gar nicht so wählerisch, auch wo es hergestellt wird. Es muss auch gar nicht im Schmelzofen sein. Ja, ich entferne hier mal die anderen Sachen, damit auch wirklich nur Brick produziert wird und nicht irgendein Metallzeug. Das ist, glaube ich, eine ganz nette Sache. Geht insgesamt relativ schnell, finde ich jedenfalls, wenn man jetzt nicht unbedingt daneben steht und wartet. Was man hier aber auch nicht tun muss, denn wenn man Brickgebäude bauen will, muss man, wie gesagt, nebenbei auch noch Zement herstellen. So. 15 Brick hat man bekommen aus einem Eimer Lehm. Finde ich ein ganz gutes Verhältnis. Die verderben glücklicherweise auch nicht. Wäre auch sonst ein bisschen doof. Der Zement ist ja auch logisch, dass er verdirbt, denn er wird nun mal hart. Und dann kann man ihn nicht mehr verwenden. Und ist sofern auch logisch. Nun, mit Brick und mit Zement lassen sich eben Dinge wie die Brick-Gebäude bauen. Eine weitere Sache, die ich euch jetzt noch nicht gezeigt habe in dem Video, ist Glas. Dafür braucht man Perlen und Kristall. So. Mit Glas lassen sich eben so nette Dinge bauen wie die Glas-Lumberwände, die ich euch ja auch in einem extra Tutorial schon vorgestellt habe. Für Glas braucht es 2 Perlen und 5 Kristall. Man sollte also schauen, dass man auch ausreichend Kristall hat, um Glas produzieren zu können. Und das sind an sich schon alle Ressourcen. Nochmal als kurze Zusammenfassung. Als Grundressource haben wir Carbon, Limestone und Claystone. Die lassen sich eben aus Obsidianfelsen, Metallfelsen und normalen Felsen gewinnen, mit der Obsidian Pickaxe jeweils. Und die lassen sich auch allesamt weiterverarbeiten. Carbon zu Stahlbarren, Limestone
wird zum Beispiel bei Lehm gebraucht, aber auch bei frischem Zement. Und Claystone wird bei Lehm benötigt. Lehm kann man in der Handmühle herstellen, wenn man das in Gramm gelernt hat. Frischen Zement im Zementmischer, wenn man dort die jeweiligen in Gramme gelernt hat. Und das Ganze, was dabei rauskommt, lässt sich dann im Schmelzofen zu Brick weiterverarbeiten. Außerdem mit Siliziumperlen und Kristall lässt sich noch Glas herstellen. Das ist an sich alles, in Anführungszeichen, was es in Primitive an Ressourcen gibt. Abgesehen eben von den Holzressourcen und dem Leder, das ich euch ja auch schon mal vorgestellt habe. Ich wollte jetzt diesmal nur diese ganzen Ressourceninfos einmal rausgeben, gesammelt für alle, die sich eben fragen, was hat das mit den Ressourcen auf sich, wie kann ich sie verwenden, wie bekomme ich Brick etc. pp. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen damit. Ich werde euch natürlich auch noch zeigen, wie man Brick-Gebäude an sich baut. In dem Rahmen kann es auch gut sein, dass ich Lehm und frischen Zement nochmal produziere. Frischen Zement auf jeden Fall, denn wie gesagt, den braucht man. Frischen Zement braucht man übrigens auch für andere Dinge noch, wie zum Beispiel den Oil Tank. Das ist eine nette Lagermöglichkeit für Öl, falls man mal richtig viel Öl hat und nicht weiß, wohin damit. So viel aber zum Thema Primitive Plus Ressourcen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.